Hallöchen, zunächst den Mod-Vorstellungen. Heute haben wir einen Case mal wieder am Start. Der Case kommt hier in der Version 1.0 vorbei und hat eine Größe von 30 Megabyte. Das ist ein Case Puma 165/175 FL Farmer. Ja, da gucken wir mal rein. Sound hört sich nicht schlecht an, denn so und so hat man glaube ich schon mal. Und ja. Also, wie gesagt, Version 1.0 hier mit 165 PS Standard, 250 Liter Sprit und 53 km/h hat der Gute hier. Die Felgenfarbe könnt ihr hier abändern und zwar in diesen paar Farben hier. Die Hauptfarbe, das wäre praktisch in diesen Farben möglich. Also, ihr könnt ihn auch in Grau haben zum Beispiel. Und jetzt kommen wir auch zu der Sache mit der Designfarbe. Ihr seht hier dieses Rot hier. Das könnt ihr hier noch umstellen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, das hier in den drei Farben hier die Designfarbe zu ändern. Ändert sich zum einen hier hinten und hier vorne ändert sich auch noch was. Aber ich glaube, sonst war es nichts hier. Zumindest ist mir sonst nichts aufgefallen. Also hier drin auch noch. Genau. Konfiguration haben wir mit Standard. Also sprich, wir reden hier vorne mit Standard. Mit dem 100 Kilo Frontgewicht, dann haben wir 850 Kilo Frontgewicht oder Standard gleich diese Fronthydraulik. Reifenhersteller, wenn ich mit Trelleborg-Reifen, mit Nokian, mit Mitas, Michelin und die Trelleborg. Trelleborg mit Standardreifen, mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Pflegebereifung, Zwingungsbereifung hinten, Standard. Nokian geht nur mit Kombinalreifen, Mitas mit Standardreifen, mit Breitreifen, mit Standardreifen. Und die Michelin gehen mit Standardreifen, mit Breitreifen, Breitreifen und Gewichte und Standard. Genau, Innenrahmenfarbe habt ihr hier schwarz. So sieht man es jetzt, dann habt ihr hier das Rot. Na, könnt ihr hier auswählen, was ihr haben wollt. Dann geht es hier unten weiter mit Design. Da habt ihr die Platinum Edition, das wäre hier praktisch, ändert sich hier das Auspuffrohr und hier die Streifen hier drin. Und ich glaube, sonst war das gar nichts. Dann haben wir hier die Vipers Striker LTD Edition, sagen wir einfach mal so rum. Da habt ihr dann hier das Auspuffrohr ändert sich wieder und die Striche gehen wieder weg. Und dann haben wir die Standard Ausführung. Modusführung wäre mit 165 PS Standard, 175, 165, die zwei sind hier möglich. Genau. Frontlader können wir noch dazu machen, ja oder nein, je nachdem, wie ihr es halt benötigen solltet. So, hier steht der Gute schon. Das kann sich wieder jeder seine eigene Meinung bilden draus. Und ja, gucken wir mal ein bisschen rum hier. Ja, springen wir gleich mal in die Kiste rein, machen wir oben mal an. Simple IC ist wohl nicht verbaut. Wir können auch ein paar Sachen noch machen. Zum einen haben wir die Hupe. Achtung, es kann ein bisschen laut werden. Zum anderen können wir mit der linken Maustaste und seitlich das Heckfenster öffnen und schließen hier. Rechts, links fahren, links gedrückt halten die Maustaste. Feine Sache das. Oder wir können auch die Fahrertüre, linke Maustaste gedrückt halten, hoch und runter fahren, die Fahrertüre öffnen, die rechte Maustaste hoch und runter könnt ihr hier oben das Dach sozusagen öffnen. Ja, ihr seht es hier, genau. Ja, sonst eigentlich hier drin, ja, schön aufgeräumt würde ich sagen. Ja, genau. So, dann lassen wir mal die Kiste an. Wir müssten so lange es laufen lassen, sonst hört sich das mit dem Anfahren ein bisschen komisch an.
Das passt ja mit den Soundfiles nicht ganz zusammen. Na, ist jetzt. Jetzt läuft er. So, Kabel sind drin, Schläuche sind drin, mache ich natürlich, das funktioniert hier. Belastungssound funktioniert auch hier. Okay. Fahren eigentlich recht gut. Füße sind in Bewegung, zumindest den rechten. So, funktioniert auch prima. Kein Problem. Ob der Sound nicht realistisch ist, ist eine andere Frage. Ich würde sagen, hört sich zumindest gut an. Das funktioniert auch hier. Lenkung passt auch soweit. Lenkung ist ziemlich gut, muss man sagen. Und Umleuchten funktionieren auch. Fuß, der linke Fuß, der tut. Rechte Fuß meine ich. Ich denke, da kann man sich nicht beschweren. Das funktioniert soweit alles. Was diese weiße Platte da vorne drin hat, das rechts da am, das da unten, diese Platte, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ob das ein Kleber sein soll. Keine Ahnung. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz in die Nacht rein. Wie es aussieht, wenn es dunkel ist hier. Ich weiß, es ist dunkel dann. Also einmal Licht, ne? Zweimal Licht. Dreimal Licht. Viermal Licht wieder alles aus. Innen drin wird es auch beleuchtet. Ihr seht hier. Da vorne wird was beleuchtet hier. Die Anzeige hier funktioniert auch. Ne? Blinker, man hört ihn, man sieht ihn aber innen drin nicht. Außen, die eine Seite funktioniert und die andere Seite funktioniert auch. Und Warnblinker vorne, hinten und vorne funktioniert auch. Auch hier scheint ein bisschen das Display raus. Und wenn er halt Licht anschaltet, dann habt ihr halt so leichte rötliche Beleuchtung hier drin. Ne? Genau. Gut. Ja, gucken wir noch in die Logdatei näher und ja, was soll ich sagen? Hier springen uns einfach mal einige Warnings ins Gesicht sozusagen, aber immer die gleiche Meldung scheinbar. Dann haben wir noch ein paar andere Meldungen, also das wiederholt sich hier auch. Die Lok ist voller Fehlermeldungen. Wie gesagt, die gleiche, dass ihr auch Bescheid wisst. Genau, wenn ihr diesen Traktor trotzdem haben wollt, wie immer, Link zum Download ist unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr dann runterladen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao.